Hey Leute, willkommen bei Widerlader TV. Nach ca. 30.000, 35.000 Schuss wiedergeladener Munition ist mir die Hülsenzufuhr der Hornady Lock & Load kaputt gegangen. Genauer gesagt ist der Motor tot. Ich kann es euch hier mal zeigen. Da passiert gar nichts. Jetzt kann ich natürlich hingehen und mir über Hornady einen Ersatzmotor bestellen. Das dauert aber ewig und 3 Tage. Und in der Zwischenzeit muss ich natürlich wieder laden. Und auf der Suche nach einer improvisierten Lösung bin ich auf eine Menge YouTube-Videos gestoßen, wo Leute ihre eigene Hülsenzufuhr gebaut haben. Basis war dabei immer die Hülsenzufuhr von Lee und eine selbstgebaute Zubringerstrecke. Die Zubringerstrecke habe ich schon. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die Hülsenzufuhr von Lee adaptieren. Und das habe ich relativ einfach getan. Und hier ist jetzt mein fertiges Werk. Gehen wir einmal runter und zeigen euch das im Detail. Hier seht ihr jetzt meine selbstgebastelte Aufnahme. Das ist eigentlich nur ein Matrizenring aus Stahl von RCBS. Da habe ich ein kleines Stück Stahl dran geschweißt, eine Bohrung eingebracht und die Zufuhr von Lee einfach nur festgeschraubt.